Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt, hinter der Kamera, vor der Kamera Josef Kramann, mitten in einem renaturierten Moor in der Nähe von Vechta. Wie ist es zu diesem Moor gekommen? Ist es sozusagen ein Neumoor? Genau, das ist ein guter Begriff. Im Grunde würde man sich vorstellen, hat diese Fläche vor 30, 40 Jahren eben auch schon mal so ausgesehen, bis irgendwann die Landwirtschaft kam. Aber die landwirtschaftliche Nutzung natürlich das Moor zerstört wurde. Nicht weiterentwickeln konnte. Stillgelegt wurde eigentlich fast. Das Wachstum aufgehört ist. Wir sind dann hier angefangen, haben den Torf abgebaut, hatten eben als Auflage, das schreibt das Moorschutzgesetz vor, hier wieder ein Moor zu entwickeln, was uns auch, wie man es hier sieht, wunderbar gelungen ist. Gut, und was braucht es, damit so ein Neumoor funktioniert? Oder wie habt ihr das gemacht? Also als erstes braucht das Moor Medium, also eine Basis, extrem nährstoffarm und einen sehr sauren Zustand. Das ist also genau das, was in der Landwirtschaft natürlich nicht gewünscht wird. Dann brauche ich hier einen Überschuss. Das sieht man, wenn man hier auf die Fläche guckt. Wir haben hier also einen Wasserüberschuss. Ich stehe hier selber jetzt hier schon wieder 10 cm im Wasser. Ja, genau. Und das Wasser sollte auch möglichst sauer sein und auch extrem nährstoffarm sein. Das heißt kein Grundwasser, sondern nur Regenwasser, was vom Himmel fällt. Genau, also der Abbau war sozusagen fertig und dann, wie sind Sie vorgegangen? So, nachdem der Abbau dann hier beendet wurde, haben wir quasi, ja, wir nennen das so moortypische Vegetation, wieder in die Fläche reingebracht. Also wir sind angefangen, die Fläche einzuweihen, wir sind angefangen, das Oberflächenwasser oder das Regenwasser aufzustauen und dann eben moortypische Vegetation haben wir quasi hier in die Fläche reingebracht. Genau, damit sich das Moor sozusagen wieder neu aufbaut. Genau. Also. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Video. Sehen Sie auch manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr? Aber jetzt kann ich Ihnen helfen. Hier oben geht's zu Luberacom, zum Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. Hier geht's zu gartenvideo.com, wo Sie bequemer und einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier geht es zu Gärten.com, wo es mehr Garteninformation und mehr Gartenunterhaltung gibt. Ich gehe jetzt aber weiter, meinen Weg.